Herzlich willkommen zurück bei Hearthstone. So, wir spielen mal wieder gewerteter Modus. Und zwar habe ich mir da kürzlich zwei neue Decks erstellt im Zusammenhang mit dem Forscherliga-Gedöns. Und beide, also den Röchler habe ich jetzt erst einmal getestet und da habe ich gewonnen, zufälligerweise wahrscheinlich. Der Forschist habe ich schon ein paar Spiele gespielt und auch schon so ein paar Mal optimiert und versucht und gemacht. Wir probieren es einfach mal. Ich zeige mal kurz noch die Decks, für die das interessiert, um zu gucken, ob das auch wirklich irgendwie, also wenn es hinhaut, ob man das vielleicht auch machen will. Hier, ne, die Decks. Ich glaube, ich habe das Deck schon mal gezeigt. Inzwischen ist aber noch der Volchin hinzugekommen. Irgendwo habe ich das Deck mal gezeigt, aber ich weiß nicht, wie die Reihenfolge der Videos sein wird, die rauskommen, weil ich bin da momentan ein bisschen am Optimieren, dass Hearthstone ein bisschen mehr kommt. Und ja, hier ist der Röchler-Paladin. Da habe ich mir gedacht, ne, mit dem neuen Bran-Bonze-Bart und zusammen mit Baron Totenschwur und dann so ein bisschen Typen mit Dingens, ne, da könnte man ja vielleicht irgendwie was raushauen. Ich habe da, also ich muss sagen, ich bin da nicht so sicher, weil wenn man die Mana-Kurve guckt, ne, die ist ziemlich krass. Ja, aber ich weiß nicht, mal gucken. Ich bin da eh nicht der Experte, ich versuche einfach mal. Und ich denke, wir probieren es erstmal mit dem Priester, vielleicht so zwei, drei Runden, die ich vielleicht jetzt hier auch am Stück mache. Und danach machen wir mal einen Paladin. Und ja, ich will die Folgen ein bisschen länger machen. Bisher war es ja meistens so, dass ein Kampf war und danach war fertig. Und ich werde jetzt gucken, dass ich so zwei, vielleicht bis drei Kämpfe pro Aufnahme mache. Je nachdem, ne? Gegen Uta. Einfach damit da auch ein bisschen mehr Content ist, quasi. Das Licht wird den Sieg bringen. So, Freunde, die Starthand ist jetzt nicht so optimal. Ich behalte jetzt einfach mal den hier. Ich hätte zwar eigentlich den 5er auch behalten können, aber naja, ist halt 5 Mana, das dauert, bis man den mal ausspielen kann. Von daher, naja, mal gucken. Wie gesagt, das Deck ist in Entwicklung, sage ich mal. Das heißt, das ist noch lange nicht perfekt und schon gar nicht optimiert. Auch wenn ich da schon ein bisschen dran gebastelt habe. Aber wenn ich dran bastle, heißt das noch lange nicht, dass es auch mal gut wird. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde den jetzt gerne einfach weghauen, aber mir ist eine Karte ziemlich wichtiger. Na, Heldenfähigkeit kostet 1 weniger. Bringt einen Dämon zum Schweigen. Ich nehme mal nicht an, dass der Paladin einen Dämon im Deck hat. Deswegen, ich nehme mal den hier. So, was machst du denn, Junge? Junge? Der Asbos Trusbo. Was ist denn das für ein Name? Momentan sind wir Rang 16, was sich natürlich relativ schnell ändern kann. Im negativen Sinne. Wie gesagt, ich bin momentan so ein bisschen in Deckbaulaune und versuche so ein bisschen Dinge. Und, oh, schön, jetzt kriegen wir den zurück. Das ist eigentlich ganz okay. Ich mache jetzt das trotzdem so. So, erstmal noch eine Karte ziehen, ist ganz okay. Das Problem zu Beginn war, ich hatte sehr viele Fünferkarten. Das habe ich dann so ein bisschen geändert im Laufe der Zeit, weil ich einfach zu Beginn nie irgendwas ausspielen konnte. Ich glaube, das müsste jetzt ein bisschen besser sein als vorher, aber ja, ist halt, ne? Ist halt auch noch nicht optimal. Aber ich bin nicht der Deckbau-Profi, ich bin überhaupt auch kein Hearthstone-Profi. Ich meine, mein bester Rang war bisher, glaube ich, 12 oder so. Melde mich zum Dienst. Ja. Und das ist natürlich auch nicht die Welt, ne? Ich bin definitiv kein Pro.
habe ich so eine Idee. Ich glaube, ich werde den ausspielen. Oh, nein, ich habe mich gerade umentschieden. So, weil der ist echt Gold wert in diesem Deck. Das müsst ihr wissen. Na super. Die Eule bringt mir echt viel hier. Er kann den 3-5er so jetzt mit dem, was er auf dem Feld hat, nicht töten. Aber er kann natürlich noch Karten haben, die ihm dabei helfen. Toll. So viel dazu. So viel dazu. Ich glaube, ich habe nur noch nicht ein... Alter. Eieieiei. Was gebe ich für ein Aoi? Ja, ja, komm. Alles wird gut, Junge. Oh, so langsam wird interessant, was auf der Hand so passiert. Warte, ich heile mich erst. Oder ich mach das so. Ich spiele jetzt hinaus, weil seine Fähigkeit werde ich danach mit ihm hier benutzen. Ich meine, meinen Dingens kostet nachher nichts. Das ist super. Wenn er was Dickes ausspielt, kann ich ihn dann sogar noch vernichten. Ja, mal gucken, was passiert. Wir lassen uns überraschen. Ja, das ist eine Karte, die sehr, sehr, sehr böse sein kann. Sehr, sehr böse. Ich nehme an, er wird jetzt mein Board leer machen. Damit ich den Murloc nicht töten kann. Ich bin Hellseher. Ja, das ist blöd, ne? Egal, ich bleibe auf meiner... auf meiner Strategie. Ich habe ja keine andere. Das ist auch nicht schlecht. Denn wenn er ihn mir tötet, kommt er wieder. Gut, er kann ihn dann wahrscheinlich immer noch töten, aber... naja. Was wird er tun? Ich frage mich, ob... Melde mich zum Dienst. Das war klar. Na, er holt natürlich den Checkpot, was man da rausholen kann. Es ist unglaublich. Es ist echt unglaublich. Ein Schild für Argus. Oh Gott, was ist das wieder für ein Spiel? Lässt er ihn stehen? Er lässt ihn, glaube ich, tatsächlich stehen. Nee, er lässt ihn nicht stehen. Er kommt wieder. Lasst uns mal killen. Ich lasse euch am Leben. Was er auch tut. Er hat einen kleinen Fehler gemacht. Er hätte einen Schaden mehr machen können, wenn er erst angegriffen hätte. Naja. Oh. Mist, ich habe ein Heal zu wenig. Also ein Mana, meine ich. Trag nicht um. Ach komm, wir machen hier mal den raus. Mal gucken, wie er auf den reagiert. Wahrscheinlich wird er ihn töten. Es sieht nicht gut aus, Freunde. Fisch dabei. Ich frage mich, was ich auch. Melde mich zum Dienst. Zum Glück nicht der, der angreifen kann direkt. Na super. Mir fehlen die Worte.
du bist so, du bist so schön. Oh Gott. Ich wüsste eine Karte, die mir helfen könnte. Aber die kommt wahrscheinlich nicht. Weil die kommt nie, wenn ich sie brauche. Na, habe ich's doch gesagt, sie kommt nicht. Nehmt euch die Zeit, eure vergangenen Taten zu überdenken. Das kriege ich. Was? Malganis? Echt jetzt? Das ist krass. Das war jetzt wirklich krass. Alter, einfach so Malganis, bam. Aber ich glaube, er wird mich nicht retten können. Ja. Er wird mich nicht retten. Eigentlich könnte ich schon einen Instant aufgeben. Weil ich habe eh keine Antwort. Ich bin, glaube ich, eh schon tot, ne? So viel dazu, ne? Oh Mann. Immer wenn so viele auf dem Feld sind, kommt einfach nie die Dark Bomb oder die Dingens, die, wie hieß es nochmal? Keine Ahnung. Ich probiere es nochmal. Oder wir probieren es nochmal, obwohl ich ja der bin, der lost. Oh Mann. Dann nehme ich lieber mal einen Schluck Kaffee. So. Ich bin bereit. Nicht breit, sondern bereit. Eure Zeit ist gekommen. Dieses Mal spielen wir gegen Tegis und wir haben wieder eine blöde Starthand. Ich haue alles weg in der Hoffnung, ich kriege kleinere Karten. Ja, super. Hat ja super funktioniert. Alter, ja, das ist halt wirklich noch ein bisschen ein Problem in dem Deck. Alter. Das Deck an sich finde ich, an die Idee dahinter finde ich einfach geil, aber sie funktioniert so selten. Es funktioniert einfach so selten. Ja, gucken wir ein bisschen das Feld an, ne? Wir haben ja sonst nichts anzusehen. Der wird jetzt wahrscheinlich seine Heldenfähigkeit machen. Ist nicht schlecht. Könnte schlimmer sein. Immerhin was zum Ausspielen. Auch wenn ich den lieber ein bisschen später eingesetzt hätte. Wenn ich dann irgendwie gesehen hätte, dass die Heldenfähigkeit ihm irgendwie helfen kann oder ihn retten kann oder was auch immer. Der hat das jetzt wirklich so getan, ne? Ach komm. Ich hätte auch Ace gehen können, aber ganz ehrlich. Lieber Bordkontrolle als irgendwie sowas. Ist jemand zu Hause? Hallo? Oh, da schnarcht ja jemand. Ich frage mich. Ernsthaft? Okay. Okay. Ja, komm. Wir sind ja gut dabei im Moment. Ist jemand verletzt? So. Einfach rausspielen, Mana raushauen, was wir haben. Und gucken, was passiert. Das kann natürlich auch blöd enden, wenn er irgendwas hat zum Buffen oder sowas. Oder, Alter, er hat was, ist klar.
ist klar. Ich habe ja nicht vergessen, gegen was ich hier spiele, ne? Also ich meine, dass ich hier Hearthstone spiele. Da die Gegner haben immer auf alles, was ich tue, eine Antwort. Auf alles. Ja klar. Alter, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Na, ist das scheiße. Das ist doch einfach Kacke. Angriff! Okay. Dafür bin ich zuständig. Ja, ist jetzt nicht die Welt. Er wird sich dann hier den hier killen. Sofort! Naja. Aber ich glaube, wir haben das Beste, was wir irgendwie können, rausgeholt. Das Gute ist, wir sollten doch jetzt zwei Karten kriegen. Klar. So. Jetzt haben wir die Lichtbombe, ne? Jetzt, wo wir sie nicht mehr brauchen. Ich glaube, ich spiele ihn hier aus. Aber dann kann ich nichts mehr tun. Egal. Egal. Ich muss meine Karten ein bisschen günstiger machen. Ihr seht, sind alles ein bisschen teure Karten auf der Hand. Ich könnte im nächsten Zug schon die Beichtering rausholen. Aber ich glaube, die bewahre ich mir auf in der Hoffnung, dass er den Frog auf irgendwas raushaut. Den Froggy Frog. Ja, das typische Schamanenverhalten. Count, und wenn der kommt, kommt irgendein Zauber raus. So, wir könnten auch Lichtbombe einsetzen, obwohl die uns hier nicht so viel bringt. Wenn ich den spiele, habe ich keinen Zauber für 4, ne? Das ist blöd. Lasst uns handeln. Ihr gebt auf, ich lasse euch am Leben. Eine neue Akquisition. Was kriegen wir? Das ist nicht schlecht. Das könnte schlimmer sein. So langsam wird die Hand interessant. Aber er hat natürlich auch sehr viel auf dem Feld, ne? Da müssen wir was tun. Es wäre natürlich toll, wenn er die irgendwie noch bufft. Und zwar so, dass sie gebufft bleiben. Dann würde Lichtbombe Sinn machen. Okay, er macht hier weg. Okay. Was wollen wir tun? Ja, das ist, ne? Naja, das ist blöd. Das ist blöd. Und hier verschwende ich eigentlich Heilung, aber egal. Er muss weg. Ja, war jetzt nicht so gut gespielt. Da bin ich nicht so zufrieden mit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Naja. Okay. Schade, dass ich mir nicht selbst einen Schaden machen kann.
Er. Na super. Aber das ist eigentlich trotzdem nicht schlecht. Das ist eigentlich trotzdem nicht so schlecht. So, den mal weg. Dies ist kein Ort für Sterbliche! Ich riskiere natürlich jetzt. Ich riskiere natürlich jetzt ein Sheep, ne? Nicht Sheep, ein Frog. Ein Froschzauber. Aber ich habe zwei auf dem Feld, die ihn stören werden. Okay. Okay. So, ihn kann ich ja mit den zwei, solange sie noch auf dem Feld bleiben, töten. Also ihr seht, das hier ist so eigentlich das Ding dieses Decks, ne? Besonders er hier. Im Zusammenhang mit Zauber und was kommt jetzt? Was willst du tun, Junge? Oder Frau, keine Ahnung, was du bist. Du bist ein Teig, ne? Na, Entschuldigung. Falls du das hier siehst, ne, nicht persönlich nehmen. Wirst du sie nicht sehen. Ja, bitte. Er ist ganz schön am Grübeln, ne? Oh, ich hab ne gute Idee. Oh, den können wir uns auch mal holen. Und zwar wäre die Idee folgende. Die Geister sind ruhelos. Ich glaube, das ist sogar noch besser als die andere Karte. So, jetzt so langsam hat mein Deck so die Gestalt, die ich haben möchte, aber ich weiß halt nicht, was er noch so alles hat. Legt einen zufälligen... Oh, das ist aber krass jetzt, ne? Das ist krass. Uiuiuiuiuiui, das ist echt abartig heftig. Da habe ich keine Worte für. Alter. Das war sein Ernst, ne? Nehmt euch die Zeit, eure vergangenen Taten zu überdenken. Das ist ja Wahnsinn. Sowas habe ich noch nie gesehen in dem Deck. Also schon, aber nicht bei einem Schamanen. Ich kenne das vom Magier, glaube ich, war's. Und vom Hexenmeister gab es diese Maligos-Typen. Aber beim Schamanen, das ist echt krass. Ja. Das ist gut. Weil Maligos muss definitiv weg. Da führt kein Weg dran vorbei. Ganzes Deck auf Maligos. Ich habe monatelang da drin gesteckt. Alter. Ja, jetzt erst recht. Jetzt ist ganz klar, Mist, der überlebt. Nee, überlebt nicht. Der wird noch mehr Zauber haben. Der wird sein Deck auf Zauber ausgelegt haben. Weil er ja mit Maligos hier einiges kriegen wollte. Aber der ist jetzt erstmal weg. Ist natürlich jetzt krass, weil wir auch sehr viele gute Karten verloren haben. Aber gut. So sei es.
sei es. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Wie viele Finger zeige ich? Ja, ich behalte ihn lieber noch auf der Hand. Ich habe so das Gefühl, dass der mir immer noch alles wegräumen kann. Ist echt ein krasser Gegner, muss ich sagen. Spielt auf hohem Niveau. Ja. Zauber. Und er macht natürlich die volle Lade, ist klar. Ja, ist klar. Ist jemand verletzt? Tut das weh? Wer seid ihr? Wir kriegen was Gescheites. Oh. Ja, schade. Hilft nicht so viel. Hilft leider noch nicht so viel, weil der Drache leider einen Angriff zu viel hat für diesen Zauber. Jo. Ich bin gespannt, ob er mich töten kann. Verhindert er natürlich, dass ich mehr ziehe und hat hier mehr auf dem Feld und... Alter. Ich muss das irgendwie so machen. Tut das weh? Ich muss das vorheben. Ansonsten haben wir immer mehr Probleme. Wer seid ihr? Eieieiei. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Ich habe die besten Angebote weit und breit. Jetzt kommt eh ein Zauber. Wie viele Karten haben wir denn noch? Er hat 5, ich habe auch 5. Und er hat natürlich einiges mehr auf dem Feld. Na super, der bringt mir jetzt überhaupt nichts. Wer seid ihr? Egal, ich spiele... Ja, zwar nie. Kann ja sein, dass er da noch was Dickes von ihm kommt. Um Druck zu machen, wäre es vielleicht gut gewesen, ihn auszuspielen, aber naja. Na super. Was? Er hat nur noch Zauber auf der Hand? Alter, er hat nur noch Zauber auf der Hand. Okay, gut zu wissen. Sehr gut. Also, ja, sehr gut nicht, aber es erklärt so einiges. Ich habe meine Freunde im Visier. Dann heilen wir lieber uns. Wer seid ihr? Hauen alles weg. Wir müssen alles weghauen. Und jetzt dann möglichst Schaden reinhauen. Er hat nur noch Zauber. Das wissen wir. Ob das so eine gute Idee war? Die Frage ist, was hat er für Zauber? Alter, das... Na klar. Was auch sonst. Oh, sehr schön. Wer seid ihr? Sehr schön. Die Frage ist, was ist seine letzte Karte? Er wird sie wahrscheinlich jetzt ausspielen.
Vielleicht noch ein Frosch? Nee. Ja, wir haben gewonnen, würde ich sagen. Weil jetzt kann er nicht mehr viel machen. Der kann sich nicht heilen. Gut gespielt. Alter, was für ein Kampf, Leute. Was für ein Kampf. Ich glaube, nach dieser Folge werde ich nach diesem Kampf werde ich die Folge beenden, weil die hat sich jetzt ziemlich gezogen. Wir sind jetzt bei 30 Minuten rum. Ich frage mich, ob... Geil wäre natürlich, wenn wir jetzt noch einen Zauber haben. Wahrscheinlich ist er jetzt einfach rausgegangen und lässt mich hier warten. Oder wartet einfach in der Hoffnung, dass ich noch aufgebe oder so. Ich nehme jetzt noch den letzten Schluck Kaffee, weil der ist eh schon kalt. So. Ja, er tut nix, ne? Ich glaube, er ist abgehauen. Wird ihn ankotzen, weil sein Maligus-System nicht aufgegangen ist. Dieses Mal hat uns die Lichtbombe das Leben gerettet. Weil wenn Maligus stehen geblieben wäre, das wäre unser Tod gewesen. Ist schon eine krasse Kombination. Also muss ich mir merken, ich habe den Maligus zwar nicht, aber ist schon krass. Mehr. Doch, eine habe ich noch. So. Ich hasse so Typen, die dann einfach nichts mehr machen. Okay, er ist abgehauen. Das ist okay. Aber ich kann diese Typen nicht ausstehen, die wissen, dass sie verloren haben und dann irgendwie das Ganze noch auszögern. Das ist ärgerlich. So, meine Freunde, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann und Tschüssikowski. Man sagt, dass ein jeder Krieg auf dem Amboss der Ehre gewonnen wird. Sieg oder Tod. Für einen Sieg im Kampf bedarf es gründlicher Planung. Damit kann ich euch helfen! Nur Stärke und Macht sichern die Überlegenheit. Doch natürlich könntet ihr all das auch vergessen und einfach Spaß haben. Gut gespielt. Hearthstone, Heroes of Warcraft.